Herzlich willkommen zum Drop Film Talk, unserer heutigen Review von Tiger Tail. Tiger Tail ist ein Netflix-Film, der von Alan Young gemacht wird und der ist ein Producer bzw. Writer für Parks and Recreation gewesen und hat auch viel bei Master of None daran mitgearbeitet und hat Emmys auch dafür gewonnen. Und es geht um die taiwanesische-amerikanische, sag ich mal, Second- und Third-Generation Immigrants und diese Einwanderer, beziehungsweise was die alles durchgemacht haben in der Zeit, in der sie von Taiwan nach Amerika ausgewandert sind. Und das wird sehr wunderschön dargestellt von dem Schauspieler Zi Ma, der auch aus mehreren Sachen bekannt ist. Also wie gesagt, der hat schon, glaube ich, über 30 Jahre in Hollywood gearbeitet, obwohl er in Hongkong geboren wurde. Und er hat Sachen wie Rush Hour gespielt, hat in Arrival mitgemacht. Man hat ihn auch gerade zuletzt in The Farewell gesehen, was eine ähnliche Thematik in den Mittelpunkt stellt. Und das ist wirklich sehr interessant hier ebenfalls gelöst. Wie gesagt, es geht um Zi Ma, der spielt den, sag ich mal, den Factory Worker Pinju. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sehr schwer, tut mir leid. Und der ist gerade, wie gesagt, zurückgekehrt nach Hause, wo er auch mit seiner, wo man auch seine Tochter kennenlernt. Und der kam zurück von einer Beerdigung seiner Mutter. Und die immer, obwohl er das eigentlich immer wollte, dass sie in die USA kommt, das nie dazu gekommen ist. Es wird halt hier wirklich sehr schön gezeigt und auch in verschiedenen Zeitperioden von Kindheit, also wirklich Kindheit bis, sag ich mal, das Teenageralter, über die Zeit, die erste Zeit, die Anfangszeit in den USA bis hin zur jetzigen Zeit. Übergreift das die Spanne, die von Pinju gezeigt wird. Und da geht es alles von einer Hochzeit, oder nee, Hochzeit sag ich schon, einer Ehe, die, sag ich mal, nicht funktioniert, bis hin zu seiner Beziehung zu seiner, beziehungsweise zu den Frauen in seinem Leben und was er aufgegeben hat dafür und bis hin zu seiner Tochter, mit der er ein sehr komisches Verhältnis hat, weil er sehr traditionell oder beziehungsweise das, was ihm in seiner Kindheit mitgegeben wurde, dass er das anwendet jetzt auf diese Generation, die in den USA aufwächst und eigentlich eine ganz andere Ideen dahinter und Konzepte dahinter stehen. Und das ist wirklich alles sehr schön dargestellt und hat viel in taiwanesisch, also beziehungsweise sprachlichen taiwanesischen Sachen und aber auch große Teile in Englisch. Und das ist wirklich sehr gut gelungen und es macht wirklich sehr Spaß, da zuzusehen, weil die Bilder sehr schön gestaltet sind. Es ist nicht ist auch nicht so ein Hauruck-Aktion in diesem Film. Und es wird auch nicht auf die ganzen, beziehungsweise vor allem, man könnte denken, wenn es ja durch die verschiedenen Perioden geht, dass dort irgendwie Probleme auftreten können bei der Konnektivität dieser ganzen Sachen. Aber es funktioniert alles wirklich zusammen sehr gut und ist halt wirklich, fließt ineinander über. Und das ist wirklich schön verwoben vom Regisseur. Und der macht da wirklich einen sehr interessanten Job. Und es zeigt halt wirklich diese Community, diese Gemeinschaft von asiatisch-amerikanischen Bürgern und Menschen, die es wirklich schwer haben können. Und ich kenne halt auch diese, beziehungsweise aus dem Bekanntenkreis, dass es da wirklich solche Sachen gibt, vor allem in den USA auch halt, und beziehungsweise, dass das relativ normal war, dass Familien sich zusammengefunden haben also keine Zwangsverheiratung, aber dass es halt darum geht, dass die sich gefunden haben, weil es vielleicht wirtschaftlich Sinn macht, beziehungsweise weil ein guter Kern drin steckt und einfach zusammengetan wurde, aber eigentlich keine Liebe in diesen Beziehungen herrscht. Und das ist halt wirklich sehr interessant oder kommt sehr interessant heraus. Und das zeigt auch dieser Film wirklich sehr gut. Vor allen Dingen halt, weil solche Sachen aufkommen wie, oder beziehungsweise solche Sachen gesagt werden von einer der Nebendarstellerin, die hat es auch halt Taiwanesin und auch in den USA da aufgewachsen. Und die ist sozusagen älter schon und ist halt in dieser, auch schon länger in dieser Situation. Und das wird dann nochmal genau aufgezeigt für die, wenn sie gerade frisch in die USA gekommen sind, weil sie da noch niemanden kennen
Und da hält sich die Frau Shenzhen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hält sich da an diese Freundin, die ihr das so ein bisschen erklärt und ihr sagt halt so, ja, du musst halt tough sein und das einfach hinnehmen und das wird schon. Und ihr habt so eine Sache, ihr habt gemeinsam, dass ihr beide hier alleine seid oder beziehungsweise aus Taiwan hierher gekommen seid. Und das ist wirklich ganz interessante Aspekte, dass man halt, dass sowas an den Tag gelegt wird. Und das wiederum, wenn sich das widerspiegelt auf die nächste Generation, ist wirklich sehr gut umgesetzt und ich fand es wirklich als sehr schön Film. Ich habe es sehr genossen, die Zeit. Es war 1,5 Stunden nur. Das ist also auch relativ gut zu gucken. Und es ist definitiv ein Film, den man sich angucken sollte. Vor allen Dingen in dieser Corona-Zeit, wo man definitiv Zeit für sowas hat, sollte der nicht an einem vorbeigehen. Meine Bewertung daher sind 8 von 10 Punkten. Und ich bin gespannt, wie ihr das so findet, und beziehungsweise wie diese Immigrations- Aspekte bei anderen aufkommen, die vielleicht auch Ähnliches durchmachen mussten, vor allem in Europa. Ob es da sowas gibt, wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt oder ähnliche Sachen habt, über die ihr sprechen wollt, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ich würde mich freuen. Macht's gut!